So. 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 Oder so. Liebe Zuschauer, ich bin heute mal hier an der Steintalkapelle. Ich wurde in den letzten Monaten öfters mal auch damit aufgezogen, dass ich hier jetzt seit meinem Dienstbeginn im September noch nie war. Hier an einem, wie ich finde, wunderschönen Ort. Ich bin auch bewusst jetzt einmal hinter die Kapelle gegangen, um eine etwas neue Perspektive Ihnen zu zeigen. Eine neue Perspektive, die habe auch ich durch diese Steintalkapelle und durch dieses gesamte Areal hier nun auch von Hammelburg erhalten. Neue Perspektiven. Vielleicht geht es Ihnen auch so in dieser Zeit. Sie sind unterwegs auf einem Radweg oder wandern und dann biegen Sie einmal in die nicht übliche, in die nicht bekannte Richtung ab und entdecken vielleicht auch neue Pfade, auf denen Sie herumfahren oder spazieren gehen. Unbekanntes Terrain erkunden. Das ist mein heutiger Impuls. Im Leben gehen wir oft die bekannten Wege. Wir sind in der Stadt, treffen uns normalerweise an Orten wie dem Marktplatz oder an Parkplätzen, in Parks, Orte, wo sich Menschen treffen. Es gibt aber eben auch die von mir beschriebenen Orte, die wir und die Sie vielleicht selbst selten besuchen. Und es gibt auch die Orte, wie hier dieser Ort für mich, der gänzlich neu ist, der bisher im Verborgenen geblieben ist, der unbekannt ist. Und wenn ich jetzt so hier bin, bekomme ich eben diese andere Perspektive. Perspektive heißt ja dem Wortlaut nach auch genau durchleuchten, etwas in Erfahrung bringen, erkunden. Und genau das tun wir ganz besonders, wenn wir an neue Orte gehen. Vielleicht kann ein neuer Ort auch für Sie selbst innerlich zu einem neuen Ort werden. Etwa ein Lieblingsplatz, den Sie neu für sich entdecken. Oder es kann auch ein Ort sein, an dem Sie völlig neu und völlig weit weg vom Alltag, vom Zuhause, aber auch vom Lärm auf den Straßen und völlig weit weg auch von bekannten Plätzen, wo auch in der Natur Menschen sind. Vielleicht können Sie da, genau an diesen unbekannten, stillen Orten, auch auftanken, Kraft schöpfen für den Alltag. Dass Sie solche Orte in Ihrem Umkreis finden, das wünsche ich Ihnen. Und Gott segne Sie auf all diesen Wegen. Bleiben Sie behütet und gesund.